Hallo Leute, ich habe gestern das Kabel bekommen zum Anschluss der Powerstream an meine Delta 2 Max und zwei Smart Plugs. Hier ist das gute Stück. Wenn dann noch das Flachkabel kommt, das sollte am Montag sein, verschiebe ich das Ding dann in die Garage. Und übrigens, ja, ich weiß, das hier ist falsch rum. Diese Abdeckung, aber ich habe das Gefühl, das Ding überhitzt auch. Darum habe ich gedacht, so ist besser, da ist nach oben frei und von unten kommt ein bisschen mehr Luft dran. Aber dazu später. Und ich weiß auch, dass man nicht in eine Mehrfachsteckdose einstecken sollte, aber ich habe hier keine andere Möglichkeit für das, was ich mache und außerdem habe ich dafür eine hochwertige genommen. So, ich hoffe mal, der Vogel stört nicht zu sehr da, wenn der sein Liedchen trällert. Also, was soll ich sagen? Ich bin noch nicht so ganz absolut glücklich mit dem System. Für sich allein hat es ja recht gut funktioniert. Dann habe ich die Powerstation angesteckt mit dem Kabel und sofort fiel der Solareingang auf Null. Das System hat eigentlich gar nichts mehr gemacht, außer die Batterie mit 9 Watt zu entladen. Und ich habe dann alles Mögliche versucht, auch mal die Kabel auszustecken und wieder anzustecken und so. Da muss ich sagen, mit diesem Werkzeug, das damit geliefert wird, komme ich überhaupt nicht zurecht. Ich kriege die Stecker überhaupt nicht raus. Aber okay, das war dann auch nicht das, sondern schlussendlich habe ich gemerkt, dass die Station sich so zu verhalten beginnt, wenn ich an der Batterie, also an der Delta 2 Max, auch Solarpanel angeschlossen habe. Ich habe zwar gelesen, dass es solche Probleme gibt, habe aber gemeint, das bezieht sich auf andere Powerstations, irgendwie der ältere. Aber anscheinend nein. Passiert auch bei meiner. Übrigens genau dasselbe, wenn ich die Station, wenn ich die Batterie extern über AC auflade, dann funktioniert gar nichts mehr. Als ich das dann gemerkt habe und ausgesteckt habe, die Solarpanels an der Batterie, hat es dann funktioniert. Ist natürlich auch nicht ganz Sinn der Sache, das soll ja noch gefixt werden. Ich habe dann die Station also bis 20 Uhr auf Batterieladen priorisieren gelassen. Sobald die Batterie geladen war, hat sie Grundlast plus was die Smart Plugs anfordern eingespeist. Eigentlich so, wie man erwartet. Wobei hier ja immer noch das Problem ist, wobei für Deutschland wurde das jetzt, glaube ich, schon geändert, dass nicht so viel eingespeist wird, wie wirklich anliegt, sondern eben nur Grundlast plus was die Smart Plugs anfordern. Das heißt, wenn da 800 Watt reinkämen, aber nur 200 angefordert werden, dann werden auch nur 200 eingespeist. Und ich glaube, in Deutschland hat es ein Update gegeben, wo das geändert wurde. Da sind jetzt aber auch wieder nicht alle glücklich. Man müsste das auswählen können, wie so vieles eigentlich. Um 20.30 Uhr oder so habe ich dann auf Einspeisen priorisieren, oder wie man das nennen soll auf Deutsch, umgestellt und habe also das Haus für den Rest des Abends mit der Grundlast plus, was die Smart Plugs anfordern, versorgt. Das waren so, also Grundlast habe ich 220 Watt eingestellt, wobei anscheinend hat das dann gar nicht ganz gereicht. Ich müsste nochmal schauen, gut, vielleicht hat irgendwo noch ein Licht gebrannt und so. Aber ich bin mal rausgegangen und habe beim Zähler sehe ich es, ob ich einspeise oder beziehe. Und wenn ich auf 300 hochgegangen bin, Grundlast, dann habe ich eingespeist. Und bei weniger habe ich bezogen. Aber ja, die Batterie hat dann sowieso nicht gereicht bis 1 Uhr morgens, von dem her spielt es keine Rolle. Also brauche ich nicht unbedingt höher zu gehen. Ich muss es jetzt ein paar Tage anschauen. Weil die Klimaanlage, die zieht natürlich
Eben gut, und wenn natürlich, ich weiß, was der Kühlschrank bezieht im Moment zusätzlich ein, da hängt ein Smart Plug dran, plus mein Fernseher. Ja, also die Batterie hat irgendwie bis auf 0% runter, bis kurz vor 1 Uhr, irgendwie 0,45 Uhr oder so gehalten. Ein Problem ist, wenn die Batterie tot ist und kein Solar reinkommt, dann schaltet die Powerstream ab, die bezieht keinen Strom aus dem Netz. Und ich habe ein bisschen mir Sorgen gemacht, wie das dann ist. Um 1 Uhr schalte ich ja wieder um auf Speicher priorisieren. Gleichzeitig mit einem Shelly, wie ihr vielleicht gesehen habt, den an der Mehrfachsteckdose, lade ich dann die Batterie auch wieder auf in der Nacht, weil ich ja da eben sehr günstigen Strom habe. Und das hat soweit mal funktioniert. Ab morgen um 7 hat dann wieder nichts mehr geklappt. Da habe ich dasselbe wie halt so viele in den Foren. Also um 7 Uhr wurde wieder umgestellt auf Einspeisen priorisieren. Und wie ihr seht, hier wurden ein paar Watt aus der Batterie genommen und eingespeist, aber nicht viel. Und mehr ist nicht passiert. Und Solar war null, obwohl die Sonne schon ein bisschen da war. Also ja, sollte nicht null sein. Und wie ihr seht, dem 93 Watt zeigt er an, zieht er aus dem Netz, was er ja nicht tun sollte. Dann habe ich gedacht, ich versuche das, was so viele schon ewig jeden Morgen tun. Alles abschalten, Solarpanels abstecken. Eben, ich habe es über den Stecker der Station versucht. Den kriege ich so einfach nicht raus. Ich habe dann schlussendlich die Panel über die MC4-Stecker abgesteckt. Und ja, danach funktioniert es dann. Wie ihr seht, wurde aus der Batterie eingespeist, was angefordert wird. Ich bin dann wieder hoch, wollte wieder ins Bett, weil eigentlich stehe ich gerade am Wochenende nicht so früh auf. Und was war dann? Die Station wurde plötzlich als offline angezeigt. Es gibt noch so einen weiten Bildschirm, wo man jedes einzelne Gerät sieht, und auch da die Plugs waren als online angezeigt, die Powerstream als offline. Ich bin dann nochmal runter, nur in die Garage, die liegt gleich in der Wand gegenüber. Da hat sich das Ding per Bluetooth verbunden und ich konnte die Netzwerkkonfiguration nochmal rüberschicken und danach war sie dann wieder online. Also ist einfach alles noch sehr, sehr wackelig. Und ich bin ja nicht der Einzige, der das hat. Manche stellen die Station jetzt mit einem gedruckten Fuß hochkant hin. Erstens, dass sie nicht so heiß wird. Und zweitens ist dann anscheinend auch der WLAN-Empfang besser. Wobei ich glaube, in meinem Fall war das nicht der Empfang das Problem, sondern hat sich einfach verabschiedet. Und hier seht ihr noch ein Problem. Hier, auf dem Bildschirm hier werden 372 Watt als andere Verbraucher angezeigt. Und das ist ja das, was man als Grundlast einstellt. Das müsste doch 220 Watt sein und nicht 372. Das ist der Gesamtverbrauch. Also, da stimmt auch noch irgendwas nicht. Dann noch ein weiterer Punkt. Ich habe ja die 800 Watt Version. Und heute, also ja, gestern auch schon, aber heute, als die Freundin gekocht hat, habe ich auf Stromversorgung priorisieren umgestellt und auf 800 Watt hochgestellt, damit möglichst viel von meinem Strom benutzt wird. Und was soll ich sagen? Zumindest nach einigen Sekunden speist er nur 600 Watt ein, nichts von 800. Und ich weiß, aus der Batterie kann er nur 600, aber wie ihr hier seht, aus der Batterie hat er nur 426 Watt genommen und den Rest vom Solarpanel schön auf 600. Dabei hätte er ja mit dem Solarertrag, der da reinkommt, auf 777 kommen können. Ich habe das auch schon gesehen, dass er auf 800 hochgeht, allerdings nur kurz.
Mit anderen Worten, wahrscheinlich überhitzt das Ding. Und eben, also aus der Batterie nehmen und in die Batterie abgeben kann er sowieso nur 600 Watt. Also, ob sich die 800 Watt Version wirklich lohnt, also ich zweifle ein bisschen daran, ehrlich gesagt, wenn da nicht noch was ändert. Und eben für die 600 Watt Version hat es gestern auch ein Update gegeben, die für manche zumindest was verbessert hat. Und für die 800 Watt Version ist nichts gekommen. Dabei sollte das ja eigentlich bis auf sozusagen ein fester Wert, der hinterlegt ist, wie viel Watt man maximal einspeisen kann, sollte das ja eigentlich die gleiche Software sein, finde ich. Aber ja. Ja, jetzt sehe ich mich schon morgens. Ich bin zum Beispiel heute um 6:30 erwacht und konnte dann auch gar nicht mehr schlafen bis 7, weil ich dann unbedingt schauen wollte, was passiert. Also, morgen geht es mir sicher genau gleich. Ist nicht so toll. Und eben viele andere haben andere Probleme, dass die Smart Plugs zwar korrekt anzeigen, aber trotzdem wird, was die brauchen, nicht aus der Batterie genommen, sondern aus dem Netz. Einer hatte eine gute Erklärung, vielleicht das, was man in der App sieht, kommt natürlich über die Server. Vielleicht kann der Smart Plug übers Internet mit dem Server kommunizieren, aber nicht direkt übers WLAN oder Matter oder was auch immer mit der Powerstream. Und dann wird es einfach ignoriert. Die könnten die Werte ja auch vom Server nehmen, wenn das nicht übereinstimmt. Naja, gibt auch noch ein Problem, dass die ganzen Anzeigen, also die Grafiken irgendwie jeden Abend um 18 Uhr hören die irgendwie auf und am nächsten Tag sind sie dann da. Und ich habe auch das Gefühl, dass mein Solarertrag jetzt heute eher etwas tiefer war. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Station, die überhitzt und bremst alles ein bisschen aus auch. Also ich weiß noch nicht so recht. Es ist sehr spannend und ich könnte da den Grafiken auch ewig zuschauen, aber also es funktioniert wirklich hinten und vorne noch nicht so, wie es sollte. Trotz allem, ich habe jetzt irgendwie ein paar Affiliate-Links freigeschaltet gekriegt, allerdings nicht, was ich eigentlich gerne hätte. Also ich würde euch eigentlich gerne 5% Rabatt geben können, aber dafür bin ich wohl noch eine Nummer zu klein. aber wenn ihr an dem Zeug Interesse habt und einen meiner Links verwenden würdet, wäre ich natürlich happy. Schon nur, um das mal zu sehen, irgendwie das mal irgendwo was reinkommt. Ja, und ich bleibe dran. Ich erzähle euch, wie es weitergeht, ob welche Fehler das behoben werden, welche neu dazukommen. Ja. Okay, das war's schon. Macht's gut. Tschüss.